Herzlich willkommen zur Review vom EX16M. Ein relativ großer Bagger mit 4,9 Kilo, Metallunterbau, Bucket, zwei Stellmotoren, Hebekraft von 1, frag mich nicht Kilo, habe ich nicht komplett ausgetestet, aber über ein Kilo auf jeden Fall, werdet ihr nachher noch sehen. Rauchmodul, Soundmodul, Lichter, Joypad-Fernbedienung, Ladegerät und etc. Und zwei Akkus, wenn ihr den im FPS-Bundle holt. Wir reden heute darüber, wie, was im Lieferumfang ist, wie die Verarbeitung ist, wie jetzt so die Erfahrungen sind mit den Retouren, die wir bekommen haben, etc. etc. Funktionen, was der alles kann. Dann gucken wir uns noch ein paar Videos an, wie der am Baggern ist, tatsächlich mit nassem Sand. Trockenen Sand habe ich leider nicht mehr gehabt oben auf der Dachterrasse. Dann machen wir ein kleines Fazit und dann hoffentlich konnte ich euch dann helfen in eurer Kaufentscheidung. Also fangen wir an. Punkt Nummer 1. Was ist dabei? Also ihr kriegt den Bagger komplett. Der ist direkt fahrbereit. Müsst nichts machen. Ihr müsst keine Fernbedienung nachkaufen oder irgendwelche Module oder irgendein Receiver oder irgendwas anderes. Der ist komplett fahrbereit. Kommt mit Fernbedienung, Ladegerät, USB. Warum auch immer heutzutage keine Steckdosen Ladegeräte mehr dabei sind, ist aber heutzutage ja nicht mehr modern. Alles USB, ihr habt wahrscheinlich ein Handy-Ladegerät, eine Powerbank, ein PC, ein Fernseher, eine Konsole, irgendwas, wo ihr das andere anschließen könnt. Ein bis zwei Akkus, also im FPS-Bundle sind immer zwei Akkus dabei, einer ist hier drin, einer ist nochmal extra dabei. Eine Anleitung, die wir nochmal komplett übersetzt haben. Die originale Anleitung liegt auch natürlich bei, aber am Ende des Tages habe ich die hoffentlich gut übersetzt. Ansonsten einfach melden, wenn da irgendwelche Fehler drin sind. Kann man immer weiter ergänzen und ein bisschen ausbessern. Was gibt es noch? Eine große Verpackung aus Karton, nicht so interessant. Es gibt noch so ein kleines Wasserding, so eine kleine Wasserflasche. Die ist für das Rauchmodul und das wird mit Wasser betrieben, was natürlich sehr praktisch ist. Ansonsten ist da nicht viel bei. Der ist vorbereitet für einen Greifer, Holzgreifer. Man kann auf jeden Fall andere Sachen dran bauen. Ich habe versucht, von Huina den Greifer dran zu machen, dass das Kabel zu kurz. Theoretisch kann man das Kabel einfach verlängern und dann wird es funktionieren. Also der hat auf jeden Fall geöffnet und geschlossen. Ansonsten, ich glaube, von den Anschlüssen her müsste ich nochmal nachgucken. Müsste eigentlich passen. Also der Greifer hat hier dran gepasst. Bedeutet halt auch, dass der Holzgreifer von Huina passt und der Meißel wahrscheinlich auch wieder zu kurz das Kabel, weil die sind, obwohl die 1 zu 14 Maßstab sind, und der hier angeblich 1 zu 16 ist der größer als die 1 zu 14. Total bescheuert. Was sollen wir machen? Also Zubehör kommt wahrscheinlich auch noch von WL Toys selber, aber müssen wir mal gucken, wann das kommt. Oder die haben jetzt alle Lieferschwierigkeiten, dementsprechend ist ein bisschen Chaos im Moment. Nichtsdestotrotz könnte man theoretisch adaptieren von anderen Baggern, weil das relativ, ja, relativ gleich gebaut ist wie bei anderen auch. Ansonsten, das gibt es so ein Zubehör. Mehr gibt es, glaube ich, nicht dazu zu sagen. Relativ easy. Kommen wir zur Verarbeitung. Was ist dran? Was kann der? Was unterscheidet den von den anderen Modellen? Also man muss sich das so vorstellen, es gibt den 1550 von Huina. Das ist so relativ professionelles Anfängermodell für um die 100 Euro plus minus. Dann gibt es den 1593. Der hat dann schon Stellmotoren, hat auch eine relativ hohe Hebekraft, ist aber komplett aus Plastik. Also ich glaube, Getriebe ist auch aus Metall zum größten Teil. Und dann kommt der hier, die haben sich dann quasi dazwischen gereiht, weil Huina irgendwie vergessen hat, was dazwischen zu bauen. Wahrscheinlich kommt da auch noch was, aber wer weiß. Und dann gibt es halt das Topmodell von Huina, das ist komplett aus Metall und hin und her, aber kostet dann 400-500 Euro, also am Ende des Tages relativ teuer. Vielleicht gibt es ja mal ein Angebot für 350 oder sowas, ich weiß es jetzt nicht. Wir haben den tatsächlich nicht mal angeboten, weil der relativ viele Probleme machen soll. Naja. Nichtsdestotrotz, den haben wir jetzt schon relativ lang. Ein paar Monate haben wir den jetzt schon da. Ist von der Verarbeitung her so gut, dass wir bis jetzt eine einzige Retoure hatten. Also keine Retoure, sondern einen Mangel. Da ist irgendjemand die Kette gebrochen, aber wir haben die Ersatzteile da. Also bedeutet, wir haben die Kettenglieder geschickt. Hat er repariert, funktioniert wieder. Also nichts dramatisch. Ansonsten hatten wir nichts, was dramatisch war. Wir haben die Ersatzteile online gestellt, mal testweise mit, haben wir zwei Bagger zerlegt und dann halt rausgegeben. Bis jetzt Ersatzteilverkäufe sind relativ gering. Ich glaube, Arm ist auch ein gutes Angebot, was wir gemacht haben. Den kompletten Arm für, ich glaube, um die 60, 70 Euro. Wurde, glaube ich, zweimal gekauft und ansonsten relativ wenig. Also kann man nicht anders sagen.
Der macht auch wenig Stress. Also die, die wir jetzt rausgeschickt haben, da kamen kaum bis gar keine Rückmeldungen. Bedeutet im Normalfall positiv. Ja, also Kunden sind ja eher so, dass die eher meckern als positiv. Also keiner ruft mich an und sagt, oh, der Bagger ist der Beste, super cool. Sondern die sagen eher hier, Hilfe, irgendwas ist kaputt. Kaum Rückmeldungen bis gar keine, außer halt das eine Mal mit der Kette, was aber schnell geregelt war. Also nichts. Und ich glaube, ein, zwei Mal Nachfragen wegen dem Rauchmodul, das erkläre ich aber gleich. Also die Verarbeitung allgemein ist okay. Jetzt erkläre ich nochmal ein bisschen, was der so kann. Bedeutet, er hat Metallketten, der wiegt 4,9 Kilo. Das ist ein relativ heftiges Gewicht für so ein ja, Semi-Spielzeug professionellen Bagger. Also der ist, es gibt ja Bagger für, da kann man 3, 4, 5, 6, 7.000 Euro ausgeben. Damit hat er da nichts zu tun natürlich. Wenn man ein bisschen baggern will und nicht Spielzeug haben will, dann ist das eigentlich schon die richtige Richtung. Ne? Also quasi so vor Hardcore professionell, aber halt bezahlbar. Ne? Also wer gibt denn schon 1.000 Euro für ein Modellbau aus? Ne? Das sind meistens die Profis, weil Leute, die da richtig Bock drauf haben oder einfach zu viel Geld haben. Wie schon gesagt, komplett unten Metall. Ne? Also bedeutet hier, das ist alles aus Metall. Die Ketten sind auch aus Metall. Metallketten haben Vor- und Nachteile. Die sind auf, sagen wir mal, Parkett und rutschigen Sachen ein bisschen, also sind die rutschig. Andersrum aus Gummi. Wäre natürlich cool, da kann man überall drüber fahren, aber Gummi sieht nicht so geil aus und hat auch nicht so das Gewicht. Ne? Das ist, hat ja nicht nur Vorteile von wie sich das anfasst, sondern auch vom Gewicht her, weil dann kann er halt mehr Sachen heben, weil er einfach unten das Gewicht quasi unten verteilt. Der hat ein Rauchmodul drin. Ich gehe mal so von unten nach oben. Rauchmodul ist schon fest eingebaut, kann man austauschen. Muss man halt, ja, ist ein bisschen komplizierter, aber kann man austauschen im Notfall. Das Ding ist nur, wenn ihr denkt, dass der defekt ist, ist der meistens nicht defekt, sondern ihr müsst den einfach nur trocknen und wieder befüllen. Die meisten Leute tun da zu viel Wasser rein. Bedeutet, es gibt auch mehrere Hinweise dann auch in der Anleitung. Da ist so ein kleines Fläschchen dabei, das habe ich jetzt irgendwie nicht mitgenommen. Zur Hälfte befüllen, bisschen reintun, bisschen mehr. Also ich weiß nicht, ich glaube, halbe Flasche Maximum steht da. Ich glaube, das muss noch weniger als die halbe Flasche sein, weil ich habe, wo ich den getestet habe, halbe Flasche reingetan. Das war anscheinend schon zu viel. Bedeutet dann dieser Verdampfer, der hier drin ist, das wird einfach nur heiß. Dann verdampft er das Wasser. Das ist halt, wenn er zu nass wird, dann funktioniert das Ganze nicht. Und wenn er so, der muss halt nur ein bisschen feucht sein und dann funktioniert das. Der hat gestern nicht funktioniert, wo ich ihn getestet habe, weil ich zu viel Wasser reingetan habe anscheinend. Und heute hat er auf einmal funktioniert. Gucken wir gleich mal, ob das dann immer noch so ist. Ich habe jetzt ein bisschen geschüttelt. Ich weiß es jetzt nicht. Sollte aber funktionieren. Da kam auf jeden Fall gerade Dampf raus. Das obere Chassis ist aus Plastik. Ne? Das ist ja alles ABS-Kunststoff, aber alles relativ robust gebaut. Also da würde ich mir jetzt keine großen Sorgen machen. Außer ihr schmeißt den die Treppe runter, dann kann man wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen. Zwei Stellmotoren. Hier und hier. Das ganze Getriebe ist aus Metall, also auch quasi die Zähne sind aus Metall, die hier reingreifen. Was bei dem Huina 1550 zum Beispiel ein Problem ist, dass da das Getriebe meistens bricht oder irgendwas, wenn da zu schwere Sachen drin sind. Durch die Stellmotoren und das Metallgetriebe kann der relativ schwer heben. Ich habe das, kann ich auch gleich nochmal zeigen, mit einem Kilo getestet, weil, aber mehr, also sagen wir so, ich vermute mal, dass so maximal 200, 250 Gramm in die Schaufel passen und das, was ich mache, ist einfach zu übertrieben, aber funktioniert. Einfach nur, um zu zeigen, wie krass das eigentlich ist. Ne? Also der muss ja auch die Kraft haben, um Sachen rauszubaggern. Stellmotoren, Fernbedienung, so eine ein bisschen aus Plastik, also nicht so schön. Haben jetzt von Huina 1593, haben die besser gemacht. Da ist noch so eine Gummischicht drauf, ob die Gummischicht jetzt besser ist oder nicht. Liegt auf jeden Fall gut in der Hand. Ich habe relativ normal große Hände. Funktioniert auf jeden Fall. Was ich jetzt nicht so verstehe, ist, dass das Ding sich dreht, aber ist auch tatsächlich, glaube ich, nur für Sound an und aus. Fortbewegung, vorwärts, rückwärts. Hier werden quasi die Arme und die Kanzel und alles bewegt. Hier ist Rauch. Hier ist diese Extra-Funktion. Also der ist vorbereitet für Zubehör. Wann das Zubehör kommt, wissen wir jetzt im Moment noch nicht. Aber ich vermute mal, man kann einfach dann die Huina-Sachen adaptieren, indem man das Kabel verlängert. Ja. Ansonsten vier Batterien kommen da rein, sind auch im Lieferumfang. Habe ich vorhin vergessen. Ja. Und wenn wir da durch sind, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Auch aus Metall die Platte, hier die Schaufel. Licht ist vorne dran. Das Licht macht auch mehr Sinn, weil es nach vorne leuchtet. Hat weiße LEDs, nicht irgendeine bunte Mega-LED, die gar keinen Sinn macht. Der ist relativ einfach zu zerlegen. Also wir haben ja angefangen mit dem Zerlegevideo und dann den Ersatzteilen. Und jetzt machen wir halt das Review-Video. Wie immer ein bisschen spät, aber die sind halt mehr Arbeit.
Und man muss sich halt auch ein bisschen mit dem Produkt dann beschäftigen. Dementsprechend hat man da nicht so immer Lust drauf, wenn man im normalen Betrieb ist. Ja, haben wir eigentlich alles besprochen. Was kann der noch? Sound hat er noch. Soundmodul ist okay. Ist jetzt nichts Besonderes. Macht halt seinen Krach. Kann man aber auch abschalten. Ich glaube hier mit der 2. Und ja, dann zeige ich euch mal kurz die Funktionen. Was der so kann. Und ich hoffe, das Rauchmodul springt an. Und ich habe da nicht wieder zu viel Wasser reingetan. Und danach zeige ich euch ein paar Baggervideos oben auf der Terrasse, im Sandkasten. Und ja, und danach machen wir ein kleines Fazit. Und dann hoffe ich, habe ich euch dann weitergeholfen mit der Kaufentscheidung. So, machen wir einmal zu. Ich bin hier ein bisschen Platz eingeschränkt, weil der ist relativ groß. Auch vom Arm her kann er relativ weit rausstrecken. Endlos drehbar ist der noch tatsächlich. Endlos. Also drin ist ein Kabel, das bewegt sich mit. Nichtsdestotrotz, ich würde nicht mehr als 50 Mal in eine Richtung drehen. So, rein vom Sinn her. Man kann aber relativ lange in alle möglichen Richtungen drehen, ohne Probleme. Nichtsdestotrotz, ich würde es nicht übertreiben. So, ich muss es mal testen, aber macht auch keinen Sinn, das zu testen und den Bagger dann kaputt zu machen. Also mehr als 50 Mal würde ich hier nicht in eine Richtung drehen. Nichtsdestotrotz, funktioniert auf jeden Fall. Ist marketingtechnisch endlos drehbar. Ich weiß noch nicht, wie weit endlos. Naja, nichtsdestotrotz fangen wir an mit den Funktionen. Anschalten tut man hier hinten, wie die meisten Bagger, die wir so haben. Fernbedienung an. Bindung ist automatisch. Sound mache ich mal. Zeige ich mal kurz. Sound funktioniert. Hier macht er auch Geräusche für diesen Grabber oder irgendwas. So, Sound aus. Ist ein bisschen stressig hier, wenn das so nah und so viel ist. Der ist proportional steuerbar, was für viele wahrscheinlich wichtig ist. Also man kann langsam oder schnell. Also man kann sehr präzise mit dem Baggern. Also 100% proportional ist das nicht, aber ja doch. Man kann alles gleichzeitig steuern, ne? Das ist auch immer wichtig. Kräftig ist er auch. Achso, ich gehe erstmal wieder hoch. Rauch. Sieht man das? Da kommt dann wunderbar ein bisschen Rauch raus. Ich hoffe, man sieht das. Wie schon gesagt, hat gestern nicht funktioniert und heute hat es funktioniert, weil das Wasser wahrscheinlich ein bisschen getrocknet ist. Und dann kommt da halt immer so ein leichtes, ist auch teilweise sogar mehr gewesen. Wo ich den ganz am Anfang getestet habe, wo der gekommen ist, kam da sogar noch mehr raus. Aber man hat halt Rauch. Sound. Licht kann man aus- und anmachen. Das zeige ich mal hier. Wo war das nochmal? Ja, das ist Rauch. Hier, Licht an und aus. Hat zwei Leuchten. Drehung der Kanzel. Also man kann auf jeden Fall langsam und schnell, wobei schnell jetzt auch nicht schnell ist. Von der Geschwindigkeit ist er relativ langsam, aber das ist auch für den Bagger jetzt nichts Dramatisches. So, das sind auf jeden Fall die Funktionen. Was kann man noch erklären? Licht, Sounds, ja. Funktioniert auf jeden Fall wie ein Bagger. Man hat auf jeden Fall seinen Spaß damit. Und jetzt schauen wir uns noch ein paar Videos an, wie der am Baggern ist. Mal tatsächlich hier oben mit nassem Sand, der jetzt trocken ist. Da regnet es nämlich ein bisschen immer rein. Dementsprechend ist halt auf der Dachterrasse und dementsprechend halt nicht optimal. Nichtsdestotrotz, der kann durch nassen Sand baggern. Also diesen feinen Sandkastensand kriegt er ohne Probleme weg. Wie das jetzt bei harter Erde ist, unwahrscheinlich. Wird er wahrscheinlich rumkratzen, weil da braucht er mehr Gewicht. Aber bei lockerer, normaler Erde sollte das kein Problem sein. Sand sollte, trockener Sand sowieso sollte kein Problem sein. Ach genau, wollte ich noch zeigen, wie viel der heben kann. Ich habe mal so ein Stück Metall. Das ist exakt 1 Kilo schwer. Und damit geht er halt ganz easy um.
Deswegen habe ich, glaube ich, auch 1 plus geschrieben von wie viel der heben kann, aber man sollte es nicht ausreizen. Also, wie schon gesagt, da wird auch nicht viel mehr. Das ist schon heftig schwer für so ein kleines Ding. Können wir mal groß hin zeigen. Also der bewegt, boah, guck, da kippt er schon. Aber funktioniert noch. Wie schon gesagt, das ist halt der Vorteil von diesen Metallketten. Der kippt halt nicht komplett um. Das war cool. Habe ich vorher zum Beispiel nicht getestet. Und wieder nochmal. Mal runterfallen lassen. Alter. Naja, das ist auf jeden Fall ziemlich schwer. Ja, das ist der Bagger. Wieder ein bisschen ins Bild kommen. Das sind die Funktionen. Und ja, jetzt schauen wir uns mal kurz ein Video an, wie der tatsächlich im Sand agiert. Ich bin jetzt nicht durch den Sand so durchgefahren, weil ich ihn nicht so schmutzig machen wollte. Würde ich auch nicht empfehlen. Also irgendwas drunterlegen, besonders im nassen Sand, macht das auch gar keinen Sinn, wenn ich ehrlich bin. Irgendwas drunterlegen und dann könnt ihr rumbaggern, machen und tun. Ist kein Ding. Ansonsten gibt es halt immer Sauereien. Also der wird es, glaube ich, durchhalten ohne Probleme. Elektronik ist hier oben gut geschützt. Ist auch so aufgebaut, dass von unten halt nichts hochkommen kann. Nichtsdestotrotz, wasserdicht ist der nicht. Ich würde den jetzt nicht durch Schlamm und hin und her durchfahren lassen. Also einfach nur, weil es bescheuert ist. Man kann es theoretisch machen, aber dann viel Spaß beim Säubern, so eine Richtung. Ja, was kann man noch sagen? Das war's. Ja, gucken wir uns einfach die Videos an, wie der am Rumbaggern ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder zum Fazit. Und da sind wir wieder zurück zum kurzen Fazit. Wie schon besprochen, der reiht sich halt so zwischen den 1593 und ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt, 1580 oder 580 oder sowas. Den ganz teuren auf jeden Fall von Huina. Komplett unten aus Metall. Metallbackel mit also Metallschaufel und 2 Stellmotoren. Hebekraft 1, frag mich tot. Auf jeden Fall über ein Kilo. LED-Lichter, Rauchmodul, was gibt es noch? Soundmodul, ja, genau. Alles mit drin, theoretisch aufrüstbar, wenn dann mal was von WL Toys kommt. Und so lange kann man tatsächlich, wenn man da Lust drauf hat, sich von Huina bedienen. Man muss halt nur drüber nachdenken, dass eine Kabelverlängerung irgendwie gemacht werden muss mit einem kleinen Adapter oder irgendwas. Getestet habe ich das noch nicht, also man kann es reinstecken, original, funktioniert. Aber sind meistens zu kurz, weil der als kleinerer Maßstab 1 zu 16 größer ist als die 1 zu 14er. Also das ist jetzt die Frage, wer da marketingtechnisch gelogen hat. Nichtsdestotrotz, toller Bagger,
wenig Retouren, wenig Probleme, Ersatzteilverkäufe laufen relativ geschmeidig, also jetzt nicht unendlich, dass zum Beispiel normalerweise man irgendeinen Knackpunkt, das Getriebe bricht oder Ketten zerspringen, keine Ahnung, das hatten wir einmal, aber das ist jetzt Kinderkram. Ich weiß auch nicht, was der Typ damit gemacht hat, dementsprechend ne, ein paar Glieder geschickt, wieder repariert, nie wieder von gehört. Ansonsten, ja, kann alles, was er soll, macht Spaß zum Baggern. Und sind zwei Akkus dabei im FPS-Bundle. Könnt ihr bei uns im Shop dann gucken. Also am liebsten immer bei uns im Shop. Wenn ihr Lust habt, bei Amazon oder eBay, haben wir beides eingestellt. Und zwei Akkus dabei, Batterien sind dabei. Also quasi eigentlich ein perfektes Weihnachtsgeschenk, wenn man das Ding auspackt. Die Akkus kommen mit 60% Ladung. Dementsprechend kann man den direkt ausprobieren. Und dann hat man auch dann wahrscheinlich seine Ruhe. Steuerung ist jetzt, ja, ist nichts Besonderes, ne? So ein kleiner Plastikbomber, aber vollkommen ausreichend, um den zu steuern. Ansonsten hier ABS-Kunststoff, aber alles relativ schön gemacht, ne? Also jetzt nicht schrottig. Rauchmodul, muss man halt immer aufpassen. Ach guck mal, jetzt hier Wasser rausgekommen. Ja, und das ist halt nicht optimal. Wenn da jetzt Wasser rauskommt, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Gucken wir mal. Lass uns erstmal binden. Wahrscheinlich, wo der hinten gekippt ist. Ne, funktioniert noch. Funktioniert auch, kommt Rauch raus. Ja, dann ist doch alles gut. Der ist aber auch eigentlich, hier ist Gummi. Bedeutet, der ist dagegen geschützt. Wahrscheinlich ist jetzt gerade beim Aufmachen. Jetzt kommt sogar mehr Rauch raus. Ja, das wäre cool. Deswegen weniger Wasser reintun. Da ist ja diese Pipette, also da steht in der anderen steht Hälfte, aber ich würde sagen, weniger als die Hälfte würde ich da reinmachen. Falls das nicht funktionieren sollte, hier dieses, da gibt es so ein Wattestäbchen, den einfach auf die Heizung legen und trocknen und einfach ein bisschen abwarten oder halt auskippen. Ne, das wäre noch eine Möglichkeit. Und ja, mehr gibt es da nicht zu sagen. Ne? Also es ist ein richtig vernünftiger Bagger, der Spaß macht und den man wunderbar zu Weihnachten verschenken kann. Wir haben jetzt gerade Weihnachtszeit, ich weiß ja nicht, wann ihr das Video guckt. Nichtsdestotrotz oder zum Geburtstag. Also ich glaube, jeder Mann über 30 wird sich über sowas freuen und jedes Kind unter 18, wahrscheinlich unter 16 auch. Ne, dementsprechend hat man da relativ viel abgedeckt. Ja, und das war's. Und schaut auf jeden Fall mal bei uns im Shop vorbei. Da sind mehr Details, auch von der Größe her. Weil das ist immer problematisch von den Abmessungen her. Wo misst man jetzt den Bagger? Ne, von da nach da, von da nach da, von hier nach da oder von da nach da oder da nach da. Nichtsdestotrotz haben wir ungefähr eine Abmessung von 51 bis 68 cm, je nachdem, wie weit der Arm ausgestreckt ist. 4,9 Kilo. Und ja, und das war's. Dann viel Spaß beim Baggern, wenn ihr euch dafür den entscheidet. Und bei uns natürlich über kompletter Support, Ersatzteile und Telefonservice. Und wenn ihr Probleme habt und sowas alles, da sind meistens die Kunden dann bei uns an der richtigen Adresse. Ne? Gibt ja viele andere Shops, die nicht erreichbar sind. Und sowas will man sich dann auch nicht bei Amazon oder irgendwas kaufen, weil die können nichts. Die wollen tatsächlich am Ende des Tages nur, dass man den zurückschickt und das war's. Und das ist ein Spielzeug, das man lange behalten kann und auch reparieren kann, wenn irgendwas kaputt ist. Das ist dann alles kein Problem. Also, viel Spaß beim Baggern und bis zum nächsten Mal. Tschüss!